Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den ersten Most Actives in dieser neuen Handelswoche. Und die vergangene Woche ist für den DAX ja ziemlich gut gelaufen, mit einem Plus von über 3% auf Wochensicht. Und auch die neue Woche hatte freundlich angefangen. Allerdings ist von dem Schwung jetzt schon wieder ein bisschen was abhanden gekommen. Wir haben so ein bisschen nachlassende Rezessionsängste und Zinsängste in den USA gesehen und auch die Geschichten Lockdown und Corona-Ängste aus China, die gehen generell in Asien, haben wir gesehen, eher zurück. Also Positives von dieser Seite. Allerdings haben wir vorhin die Inflationsdaten für Deutschland reinbekommen und mit 7,9%. Also das ist mehr, als der Markt erwartet hatte. Da hat sich dann der Gewinn beim DAX auch so ein bisschen wieder abgeschwächt. Wir schauen jetzt, was sonst so los ist heute zum Wochenauftakt und wir schauen auf die meistgehandelten Aktien beim Online-Broker Flatex und da haben wir auf der Kaufseite Siemens, Tesla, Nvidia, TUI und PayPal. Siemens hat einen Großauftrag erneut an Land gezogen, einen Milliardenauftrag aus Ägypten. Unter anderem geht es da um ICE-Züge. Zusammen mit zwei Partnern hat man den Vertrag über den Bau des sechstgrößten Hochgeschwindigkeitssystems der Welt unterzeichnet, hat das Unternehmen am Samstagabend mitgeteilt. Allein auf Siemens entfällt ein Auftragswert von 8,1 Milliarden Euro. Und nach Siemens handelt es sich nach den Angaben um den größten Auftrag in der 175-jährigen Geschichte des Unternehmens. Also ganz ordentlicher Auftrag. Was sagen die Kollegen aus der Printredaktion beim Aktionär? Die Kollegin Marion Schläge, die schreibt: Der Siemens-Aktie ist zuletzt der Sprung über die 38-Tage-Linie sowie den Abwärtstrend gelungen. Jetzt könnte sich die Erholungsbewegung zunächst bis in den nächsten großen Widerstandsbereich bei 140 Euro fortsetzen und Ihr Votum dementsprechend dabei bleiben. Wir bleiben jetzt in dem Moment nicht dabei, sondern schauen jetzt weiter auf die nächste Aktie, Tesla. Da hat man zuletzt von Analysteneinschätzungen ein Stück weit profitieren können. Am Freitag ist die Aktie nämlich mit einem Plus, also die Aktie von Tesla, von mehr als 7% aus dem Handel gegangen. Und da gab es eben zum Beispiel Positives von Analystenseite. Die Credit Suisse hat Tesla auf Outperform mit einem Kursziel von 1.125 US-Dollar belassen. Der Fokus liege derzeit auf den neuen Produktionsstandorten in Shanghai und Austin sowie bei Berlin. Und man hat sich offensichtlich die kontinuierlichen Verbesserungen hier wieder in der Fertigung wieder in Erinnerung gerufen. Der langfristige Anlagehintergrund heißt in der Studie, bleibe intakt und der jüngste Kursrückgang biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit. So, wir schauen weiter am Montag auf die Verkäufe. Da sehen wir heute die Papiere von Tesla, Commerzbank, Lufthansa, Delivery Hero und Siemens. Bei der Commerzbank, da haben sich die Kollegin mal wieder, der Kollege Timo Nützel, genau gesagt, die Charttechnik angeguckt und das sieht nicht schlecht aus, so viel kann man schon mal sagen. Die Commerzbank-Aktie hat ihre Rallye auch in der neuen Woche fortgesetzt, nachdem sie innerhalb der letzten drei Wochen beflügelt durch starke Zahlen und Zinsfantasien über 33% zugelegt hat, sind die Papiere auch mit einem deutlichen Plus in die neue Handelswoche gestartet und durch ein neues Kaufsignal sieht jetzt auch das Chartbild eben gut aus, schreibt der Kollege Timo Nützel. Der Aktionär ist weiterhin positiv für die Commerzbank-Aktie gestimmt. Sentiment, Momentum und jetzt eben auch das Chartbild sprechen für eine Fortsetzung der jüngsten Rallye. Anleger mit Risikobewusstsein können noch aufspringen. Wer sich die ganze Analyse durchlesen will, die ist wie gesagt gerade auch vom Kollegen Timo Nützel auf der Seite vom Aktionär lesbar. Das war's für diese Ausgabe der Most Actives am Montag. Ich hoffe, Sie sind gut in die Handelswoche gekommen. Ich wünsche Ihnen jetzt natürlich noch einen schönen und erfolgreichen Tag und Handelstag. Und wenn Sie wollen, morgen gleiche Zeit, dann sehen wir uns hier wieder zu den nächsten Most Actives. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.